Söttle, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Noten, zu einer weiteren Folge Prison Architect hier in unserem Militär-Super-Duper-Knast. Eine Stunde 30 noch, dann kommen 300 Häftlinge an. Ich bin mal gespannt, was das geben wird. Und weil mir das noch nicht genug ist, werden wir natürlich jetzt erstmal hier unseren Knast etwas verschönern. Die 1000 Häftlinge haben wir jetzt geschafft, ne? Das heißt, erstmal müssen wir hier die Türen zumachen, ja? Das ist ja total sinnlos, wenn wir die hier alle entriegeln und dann müssen wir oben natürlich auch nochmal Türen machen. Sonst brauchen wir die Jungs und Mädels hier nicht einsperren, sondern wir können das alles einfach offen lassen. Ne? Und dann werden wir heute mal hingehen und schon mal anfangen, hier die ganzen Flure und so weiter alles schön auszulegen mit Boden, weil wir halt... machen sie da, okay. Muss auch noch zu. Wir müssen hier unbedingt dann auch noch natürlich... Lubbeli-Bubbel. Müssen wir hier auch noch, meine Güte, wieder so, weißt du? Lol, der macht die echt da rein, willst du mich verarschen? Müssen wir hier natürlich noch Patrouillen hinsetzen. Dahin, da oben, das ist der Laden, die Supertheke hier, wo irgendwie keiner was kauft. Aber das ist nicht schlimm. Ja, ich weiß, die kommen jetzt. Die nächsten 141 kommen dann morgen. Hier ist alles schief, warum auch immer, egal. Ach, guck mal hier habe ich noch... Ah, die habe ich vergessen. Habe ich ja echt schief gebaut. Pff, was soll's? Es bleibt jetzt so. Fertig. Scheißegal. Jetzt müssen wir erstmal wieder Einsatz machen. Wir brauchen Wachpatrouillen. Und zwar machen wir die am besten immer hier so hin. So. Immer schön davor. Und dann kann man die gleiche überall so piep, piep, piep immer einsetzen. Dass die auch direkt die Türe aufmachen können. Machen wir das jetzt mal so. Da müssen die gar nicht hier rauf und runter rennen. Da ist sowieso nichts los. Dann kam noch ein Vorschlag in den Kommentaren unter einer der letzten Folgen. Wir sollen doch überall Kameras hinsetzen. Nee, das ist viel zu aufwendig. Viel zu aufwendig. Jetzt hier überall Kameras hinzumachen. Dauert ja bis nach, keine Ahnung, wie lang. Haben wir da eine Tür vergessen? Ich glaube ja. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Hier ist auch noch keine. Und da ist keine. Was ist hier? Klick, 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 klick. Vorzeitige Entlassung. Alter Falter, guck mal, so schnell können wir gar nicht hier neue Leute ranschaffen, wie wir die entlassen. Wir könnten ja auch mal Tag der offenen Tür machen, ne? Könnten wir auch. Ja, auch mal was. So. Nö, da sind überall Türen. Also passt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Sehr gut. Das heißt, zeitgleich. Jetzt müssen wir uns mal einen schönen Boden aussuchen. Da sind wieder Messer, Schlagbohrer, alles wird hier gefunden. Oh mein Gott. Was hier los ist, 85.000 Kilometer, ne? Wo sind die denn überhaupt? Da liegt irgendwas auf der Straße. Stehen die noch hier? Ja, die wollen alle hier durch. Warum macht kein Mensch das Tor auf? Müssen wir auch noch einen hinsetzen. Einsatz, komm her, Patrouille. Machen wir das noch so hier, bitteschön. Ey, ich habe keine Ahnung, warum das keiner aufmacht. So, bitteschön. Seid ihr jetzt zufrieden? Kann sich der Stau mal lösen erstmal. Ohohohohoho. Vielleicht gehen jetzt auch mal welche auf unseren neuen Hof. Wenn die beiden LKW-Busse hier, ne, die einzigsten sind, die Häftlinge bringen, dann frage ich mich, wie 150 Leute in einen Bus passen. Das will ich sehen. Wie sieht die Dusche aus? Die sieht auch nicht besser aus, okay. So, jetzt aber. Komm her, da pieseln sie wieder in der Gegend rum, das ist mir egal. So, und was sich auch noch gewünscht wurde, war in der nächsten Staffel, ja, ein Frauenknast mit warmem Wasser, mit mir ist kalt, mit Heizung und sonst was. Das ist dann natürlich schon, ich sag mal, die Deluxe Edition, ne? Weil da müssen wir uns um viel mehr Sachen kümmern. Jetzt müssen wir erstmal gucken, die Böden. Wir wollten schöne Böden hier reinmachen. Wie wäre es mit Dreck hier? Nein. Marmorfliesen sind viel zu dekadent, Schnee geht auch nicht. Prachtboden könnte man hier machen. Ne, Metallboden, ne. Keramikfliesen, Betonplatten. Es gibt irgendwie nichts Schönes hier. Eisenboden. Das ist voll bescheuert. Betonboden sieht auch kacke aus. Aber Marmorfliesen sind halt übertrieben. Schicke Fliesen, Gehgeschwindigkeit normal. Normal. Marmorfliesen normal. Metallboden, Gehgeschwindigkeit schnell. Das heißt, wir könnten hier so... Ich will hier Metallboden machen. Kann ich das nicht so ziehen? Warte, wir könnten das so ziehen.
Dann machen wir nur ganz schnell. Halt, wir sind im Verkehrten, ne? Wir sind im Verkehrten. Wir wollten hier anfangen. So, kann ich das jetzt hier so ziehen? Nein, weil er dann nur die machen würde. Dann müssen wir das, die da ihre Patrouille machen. Schön. Echt schön. So, machen wir das so. Und hier oben die ganz schnell wieder weg. Die vier wieder weg. Ja, schön. Dann müssen wir das nämlich immer nur so machen. Das kommt auch mit. Dann können wir hier schon mal langsam schicken Boden reinkriegen. So, und dann müssen wir nur noch die Zellen alle ordentlich machen. Die kriegen dann auch noch einen vernünftigen Boden. Und dann haben wir hier oben den Block schon fertig. Hat ja auch nur schlappe 21, 22 Folgen gedauert, ne? Bis wir mal den ersten vernünftigen Block hier haben. Aber was soll's. So, mega Andrang unten bestimmt. Wetten wir? Ich mit euch. Wie die alle mit dem Kopf wackeln. So lustig. Das ist so lustig. Guck dir das an hier. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Aber gut gemacht. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Machen sie. So, weg damit. Jetzt hier noch. So. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ich bin gespannt. Autosave. Oder? Oh, oh. Das war mal ein Lag. Dachte ich gerade schon hier. Oh, oh. Ne? Oh, oh. Abgestürzt. Das wäre nicht gut. Das wäre definitiv nicht gut. Oh, zumachen. Da könnte man so eine kleine Leseecke oder so reinmachen. Keine Ahnung. So, dann können wir direkt natürlich wieder Parkett nehmen hier. Und immer zumachen so. Wuppdiwupp. Danke. Hier auch noch auf der anderen Seite. Aber die kleinen nicht. Das muss so bleiben, das muss so bleiben, das muss so bleiben. Hier können wir es wieder richtig machen. Okay. Danke, Krankenwagen und Feuerwehr. So, gucken wir mal, wie die das Ganze hier dann schön machen. Lassen wir jetzt erstmal den Block hier so aufgewertet werden und gucken dann, wie sich das Ganze auswirkt. Ob es dann direkt 10-mal besser aussieht. Dann können wir nämlich auch draußen zwischen den Umfassungsmauern und so weiter überall Rasen hinmachen, sodass wir da nicht mehr diesen hässlichen, ekligen Matsch überall haben. Soll ja auch ordentlich aussehen. Nein, da nicht, sondern so. Ist noch gar nichts gemacht worden. Ich glaube, die kommen gar nicht dazu. Da ist alles blockiert durch die Insassen, die gerade kommen. Wetten wir. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber man merkt das auch langsam, wie das hier immer langsamer wird, ne? So, worauf wartet der Lieferwagen denn hier? Der kann ja mal weiterfahren. Wir können auch einfach hier hingehen und das Ganze aufmachen. Ist hier unten eigentlich wer stationiert? Ich glaube, hier ist wer stationiert, ne? Ja, das geht auch so auf. Warum auch immer. Das geht auf, das andere nicht. Guck dir mal die ganze Kolonne an hier. Jetzt ist wer stationiert. Das heißt, wir können das wieder entriegeln. So, kann auch wieder zu werden. Was ist hier? Diet, diet, diet. Oh, guck mal, hier gehen mal welche drauf. Nice. 700 von 1000. Bringt die Leute mal in ihre Zellen. Da. Alles nackte Leute hier in der Rezeption. Willkommen im FKK-Knast. So, da kommen die Nächsten. Sehr gut. Und wieder, Alter, wieder 2300 Exporte, vorzeitige Entlassung. Das machen hier. Können wir eigentlich noch was erforschen? Nö, wir haben alles, was es gibt. Schade. Wäre lustig gewesen, jetzt noch was zu erforschen. Okay. Guck mal, was hier los ist auf dem Hof. Was ist hier auf dem Hof los? Ich glaube, wir müssen den Hof hier echt wegmachen. Und dafür können die dann hier hochgehen. Hier ist mehr Platz. Aber hier sind ja auch schon ein paar. Das ist ja ganz gut. Dann lassen wir sie vielleicht mal. Warten wir noch ein bisschen ab. Vielleicht, ne, gehen ja noch mehr darüber. Hier könnten jetzt langsam mal loslegen und was machen. Das wäre ganz interessant. Beziehungsweise schön zu sehen. Aber unsere Bauarbeiter, die sind gerade hier irgendwie alle beschäftigt und machen was weiß ich. Stehen wieder alle hier hinten rum, ne? Wetten wir? Nö, diesmal nicht. Wo lungern sie denn rum? Haben wir zu wenige? 131. So. Mal gucken. Machen wir ein bisschen hoch. Sagen wir bis... Oh, 10.000 haben wir jetzt.
Ah komm, wir machen 200. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, 200 haben wir. 201, toll. Ich will es immer mit der rechten Maustaste ausmachen, aber ist ja nicht. Ist ja nicht. Exporte, Importe, hier ist alles voll. Kann das sein? Müllraum. Ich weiß gar nicht, was die hier wegschleppen. Ich habe keine Ahnung. Böden können wir auch schon mal irgendwo Gras legen, dass das hier schön aussieht. Könnten wir. Machen wir jetzt auch einfach. Dann haben unsere Hausmeister da, unsere Gärtner wenigstens mal was zu tun. So, wenn wir das hier legen, die jetzt direkt, aber hinten, die Böden und so, die werden nicht verlegt. Das dauert. So, das können sie auch verlegen. Ein Todesfall, oh nein. Ah, da schleppen sie das ganze Zeug. Sehr gut, sehr gut. Hier fangen sie an, ne? Oder? Ich glaube ja. Da steht das überall. Hier fangen sie an, hier hinten. Mhm. Ja, guck, die kriegen Parkettboden hier. Juhu! So muss das sein. Endlich. Endlich wird's schön. Yay. Ich meine, der Metallboden ist nicht sonderlich schön, aber wir sind ja auch im Gefängnis und nicht im Vier-Sterne-Hotel, ne? So ist das nun mal. Da ist das alles etwas spartanischer und, wie soll man sagen, einfacher eingerichtet. Würde ich jetzt sagen. Hm. Aber okay. So, jetzt haben sie da drei Sachen gemacht, hier drei Sachen gemacht. Ah, guck mal, hier überall. Ich glaube, die machen zuerst halt die Parkettböden in den einzelnen Zellen. Ne? Sieht zumindest so aus. Ist sogar relativ clever, weil gerade die Gefangenen unterwegs sind und die Zelltür eh offen steht, wie man sieht. Jetzt kommt die ganze Horde da angerannt. Sekunde mal bitte. Oh mein Gott. Das war mein Haus. Ach hier, wir sind hier in der Krankenstation, okay. Mit ihren pharmakologischen Behandlungen, ne? Lass mal gucken, wer hier tot ist. Das sind alles Häftlinge. Aston Shelley und Ed Doney. Oh nein. Hat der hier, der ist verprügelt worden, so wie es aussieht. Übrigens, der hier wurde auch geschrieben in den Kommentaren. Der blinkt hier und hat irgendwie keinen Anschluss, der hat nichts zu tun, ne? Ja, ist so. Vollkommen richtig. Ist ja, als wir hier die Küche neu gebaut haben und alles, da haben wir ja die beiden noch hier gebaut und dann habe ich ja einen riesen Kurzschluss verursacht und die einen hier hochgezogen und dort und den voll vergessen. Und jetzt läuft hier alles und der steht mittendrin und hat nichts zu tun. Das heißt, wir lassen ihn einfach blinken, ja? Oder könnten ihn mal ausschalten? Er ist, glaube ich, ausgeschaltet. So, lassen ihn einfach hier stehen, wenn wir irgendwann nochmal einen hier brauchen, so als Notnagel, dann können wir den wieder anschmeißen. Ansonsten blinkt er da halt vor sich hin, ja? So, lassen wir den jetzt dabei. Hier sieht das schon ganz gut aus. Und guck mal, das sieht doch jetzt schon, wo es noch ein Flickenteppich ist, sieht das schon 10-mal besser aus als vorher, ne? Oder als hier unten, ja? Guck mal hier, wie das aussieht, wie das aussieht. Und wir sind noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen. Guck mal, hier fahren immer noch die Busse rein. In 4 Stunden kommen schon wieder die nächsten und die sitzen immer noch im Bus hier und kommen nicht rein. Was zum Teufel? Was habe ich gesagt? Guck, das Gras haben sie schon alles verlegt. Was für Penner. Was für Penner. Ist ja erstmal Gras verlegen, das ist wichtig. Hinten die Zellen, egal. Hauptsache, wir verlegen Gras. So muss das sein. Was ist das hier? Postsäcke. Okay. 5 Stück arbeiten hier, das ist auch gut. Und die Frage, kommen die noch hinterher oder nicht mehr? Hm. Und dann müssen wir mal gucken, was hier mit der Kantine los ist. Schaffen die das überhaupt noch oder nicht? Weiß ich auch nicht. Werden wir dann auch sehen. So, wie sieht's aus, Freunde der Nacht? Kommt schon, ihr schafft das. Ihr schafft das. Viel ist nicht mehr zu tun. Aber man merkt es auch langsam. Wir könnten natürlich noch immer weiter und weiter bauen, aber man merkt es jetzt schon bei den 822 von 1006 Insassen, ja, dass es langsam alles ein bisschen träge wird und dauert und dauert und dauert, ne? Kannst mir mal in die Kommentare schreiben, was das größte Gefängnis war, was du je gebaut hast. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren. Wie viele Insassen hatte das Ding? Haust mal in die Kommentare. Unseres war hier in der anderen Staffel auf dem alten Kanal, dem Ederak-Kanal, wo wir nichts mehr machen. Da waren es, glaube ich, 1300 oder so. Irgendwie so. Auf jeden Fall auch knapp über 1000.
Das waren unsere größten Gefängnisse bis jetzt. Also das und jetzt das hier mit 1006. So Leute, fangt ihr auch mal mit dem Weg hier an. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Es begab sich zu einer Zeit, da waren die Bauarbeiter noch nicht bereit. So, sie sollten Fliesen legen. Stattdessen tuten sie sich lieber auf den Rasen legen. Hm? Oh. Ede kam vorbei und schrie sie an, denn er war ein böser Mann. So. Oh. Das hier raff ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, warum die sich alle immer hier auf den Exporten und so knubbeln. Ja, das ist sagenhaft. Jetzt stehen sie alle da rum. Aber ich glaube, nachts kommt kein Import hier. Das kann natürlich sein. Gut, bevor wir noch weiter rumdöseln, würde ich mal sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch. Falls noch nicht geschehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.